ganzen Deutschland besucht in diesen Tagen, hat gestern Abend schon stattgefunden, und zwar in Erfurt. Dort hat sich Benedikt XVI. Mit Missbrauchsopfern getroffen. Drei Männer, zwei Frauen, die in ihrer Jugend von Priestern, von Geistlichen sexuell missbraucht worden sind. Heute Vormittag hat der Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, der Trierer Bischof Stefan Ackermann, dazu Stellung bezogen und diese Gespräche als sehr offen, aber auch sehr emotional bezeichnet. Die Betroffenen, die waren ja aus verschiedenen Regionen Deutschlands, und der Papst hat sehr aufmerksam zugehört und sich jedem Einzelnen dann auch zugewandt. Das war auf dem Heiligen Vater war auch deutlich anzuspüren, seine Beschämung und der Schmerz, das hat er auch deutlich zum Ausdruck gebracht, sodass es eine wirkliche Atmosphäre war des Zuhörens und auch der menschlichen Zuwendung. Ja, das Treffen mit dem Missbrauchsopfern war von vielen erwartet worden während dieser Reise, ohne dass man wusste, wann genau und wo dieses Treffen stattfinden würde. Jürgen Erbacher, in Freiburg gibt es denn von anderen Missbrauchsopfern, von Organisierten vor allem schon erste Reaktionen auf diese Begegnung von gestern Abend? Ja, Andreas Klinner, es gibt einige Reaktionen auf diese Begegnung des Papstes mit den fünf Opfern. Die sind vor allen Dingen von den Opferverbänden recht kritisch. Die beklagen die Auswahl der Opfer. Sie sind selbst dabei nicht berücksichtigt worden. Die katholische Kirche hat eben diese fünf Personen individuell ausgesucht, und das ist für viele ein Problem. Bei mir ist Wilfried Fesselmann. Er ist selbst Betroffener. 1979 im Bistum Essen ist er von einem Priester missbraucht worden. Der Papst hat sich gestern Abend mit fünf Missbrauchsopfern getroffen. Er war sehr erschüttert, wird berichtet, und hat versprochen, es wird Aufarbeitung geleistet. Wie bewerten Sie dieses Treffen? Ja, er sagt, dass er Aufarbeitung betreiben möchte, tut dies aber nicht. Ich habe am Mittwoch, da ich selber Betroffener bin und meinen Missbrauchsfall im Jahr 1980 öffentlich gemacht habe, war es natürlich so, dass ich ja schon mit der Presse und so weiter gesprochen habe, und vor drei Wochen habe ich die Deutsche Bischofskonferenz nochmal angeschrieben, und dort sagte man mir dann, dass noch eine Einladung kommen würde, und vor zwei Tagen kam dann eine Ausladung von der Bischofskonferenz von dem Herrn Zollitsch, und dort wurde dann gesagt, diese Anordnung kam direkt vom Vatikan aus Rom. Hat man Ihnen denn dann in irgendeiner Form ein anderes Gesprächsangebot gemacht, um zu sagen oder zu signalisieren, jawohl, wir möchten mit Ihnen schon im Gespräch bleiben? Nein, es gab keinerlei Reaktion von der Kirche. Ich hatte letztes Jahr schon den Papst angeschrieben, um mal nachzufragen. Da kam nur ein Schreiben zurück vom Bischof Ladaria aus Rom, dass Eventualitäten geprüft werden. Nun haben die deutschen Bischöfe aus ihrer Sicht im vergangenen Jahr sehr viel getan. Die Richtlinien zum Umgang mit sexuellem Missbrauch wurden verschärft. Es wurde eine Hotline eingerichtet. Es wurden Entschädigungszahlungen versprochen. Würden Sie sagen, aus Ihrer Perspektive, da wurde genug getan, oder was müsste denn noch getan werden vielleicht? Ja, das mit dieser Hotline und so, das ist natürlich richtig. Alle Opfer konnten ihren Antrag auf Anerkennung des Leids stellen. Es sind auch viele Zahlungen schon geflossen, das weiß ich. Nur, es ist immer noch so, dass über 300 Pädophile hier in Deutschland innerhalb der Kirche arbeiten. Und wenn die deutsche Kirche wirklich was dagegen tun möchte, dann müssen sie diese mindestens 300 Pädophilen von der Kirche sofort entfernen. Die katholische Bischofskonferenz möchte ja alle Fälle aufarbeiten. Auch durch eine wissenschaftliche Studie wurde jetzt angekündigt, auch in die Vergangenheit hinein. Wie bewerten Sie das? Ja, das bewerte ich natürlich nicht so gut. Sicher brauchen die Zeit, um Sachen aufzuarbeiten, das ist natürlich ganz klar. Aber in meinem Fall war 1980 der Herr Ratzinger, also der heutige Papst, selber mit involviert. Und wenn er schon Gelegenheit gehabt hätte, hätte er damals den betreffenden Pfarrer schon suspendiert. Vielen Dank, Herr Fesselmann. Es gibt nach diesem Treffen des Papstes mit den Opfern noch sehr viel zu tun. Das sehen die Opfer so, und das war auch die Resonanz heute bei vielen auf die Begegnung des Papstes.